herzlichen Dank auf jeden Fall nochmal an unsere Panelistinnen und natürlich auch an Markus Bär aus der Geschäftsleitung der Cast Software und Vorsitzender unseres Bitkom-Arbeitskreises CRM. Danke dir, Markus, dass du die Runde gerade so wunderbar geführt hast. Ich glaube, wir konnten alle ganz spannende Tipps vor allem mitnehmen, wie wir unsere eigene Arbeitswelt natürlich auch noch mal weiter gestalten können, wo es auch Aufholbedarfe gibt und auch wie man die verschiedenen Stränge, die dafür wichtig sind, in Zukunft zusammenführen kann. Ich konnte auf jeden Fall ganz viele spannende Tipps daraus ziehen. Ich freue mich jetzt auch, dass wir ein weiteres Praxisbeispiel hier heute auf der Digital Office Conference Bühne mit einbinden können. Mit mir sind jetzt Ralf Reich, er ist Geschäftsführer bei der Iron Mountain Deutschland, und Paul Weiß, schöner Name Paul. Er ist Inside Sales Manager auch bei Iron Mountain. Und ihr erzählt uns, wie digitale Prozesse Unternehmen natürlich nicht nur besser und effizienter und überhaupt modern und zukunftsgerecht aufstellen, sondern wie sie sie auch widerstandsfähig machen können. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der häufig genug etwas aus dem Blick gerät. Deswegen freue ich mich umso mehr auf eure Einblicke jetzt und übergebe euch sehr gern die Bühne. Ja, vielen Dank. Wir möchten ja heute zu dem Thema sprechen, wie digitale Prozesse Unternehmen widerstandsfähiger machen, wie schon erwähnt wurde. Mein Name ist Ralf Reich. Ich bin verantwortlich bei Iron Mountain für Nordeuropa und gleichzeitig Geschäftsführer in Deutschland, und Paul Weiß ist an meiner Seite. Er ist in Deutschland für den Vertrieb der Mittelstandskunden verantwortlich, und wir wollen gleich auch einige interessante Studienerkenntnisse mit euch oder mit Ihnen teilen. Zunächst werden wir Ihnen unsere neuen Studienerkenntnisse zu Resilienz in Unternehmen vorstellen, in der es darum geht, dass die Pandemie und andere globale Entwicklungen in Unternehmen einen Paradigmenwechsel ausgelöst haben, und wollen natürlich auch darauf eingehen, was Unternehmen tun können, um Krisen zu überstehen. Zudem gehe ich auf vier Grundpfeiler der modernen Resilienz ein, die im Rahmen der Studie identifiziert wurden. Die Schwerpunkte heute werden eher das Thema Transformation des Arbeitsplatzes sein, und auch wird der Fokus auf die Digitalisierung liegen. Aber das wird dann der Paul Weiß später im Detail erläutern, und er wird dort auch konkrete Lösungsansätze vorstellen, wie sich Ihr Unternehmen für die Zukunft rüsten kann. Kommen wir zuerst zu unserer Studie Resilienz im Unternehmen. Und zunächst würde ich gerne einmal erläutern, was wir unter unternehmerischer Resilienz verstehen. Und zwar die Fähigkeit, angesichts plötzlicher Störungen und schrittweiser Veränderungen zu überleben, aber auch zu gedeihen. Wie wir alle wissen, befindet sich die Welt in unbeständigen Zeiten. Wir haben die Pandemie, wir haben globale Konflikte, wir haben die Klimakrise und natürlich auch die beschleunigte technologische Innovation. Das heißt, der externe Druck auf Unternehmen nimmt zu durch hybride neue Arbeitsformen, durch hohe Nachhaltigkeitsziele und natürlich auch durch entsprechende komplexere Kundenanforderungen. Hinzu kommen interne Anforderungen wie Budgetbeschränkungen, geänderte Zielvorgaben und natürlich auch die Reduzierung von Cyberrisiken. Vor diesem Hintergrund hat Iron Mountain zusammen mit Economist Impact eine gesponserte Studie durchgeführt. Ziel der Studie war es, Erkenntnisse darüber zu erlangen, wie sich die Prioritäten und die Investitionen seit der Pandemie in den Unternehmen entwickelt haben und wie man ein Unternehmen in Zeiten der Pandemie und der anderen Herausforderungen aufstellt und weiterentwickelt, sodass es widerstandsfähig ist und bleibt und für die Krisen in Zukunft gewappnet ist und im Wettbewerb bestehen bleibt. Die Studie hat eine Befragung bei 600
Führungskräften durchgeführt. Diese Führungskräfte waren weltweit verteilt, Europa, USA, Lateinamerika, Asien etc. Und von den 600 Führungskräften wurden 100 in Deutschland befragt. Also schon auch ein sehr hoher Anteil in Deutschland. Was stellte sich heraus nach der Befragung? Natürlich sehr interessante Ergebnisse. Es stellte sich heraus, dass Resilienz heute ein wichtiges Geschäftsziel für einen erheblichen Teil aller befragten Unternehmen ist, unabhängig von der Branche oder der Region, um all diese Herausforderungen auch zu bewältigen. Was auch interessant ist, 84% waren der Meinung, dass Resilienzbemühungen funktionsübergreifend und gemeinschaftlich erfolgen müssen. Das heißt, ganz klares Votum, dass es nicht nur in der Verantwortung der IT oder dem Risikomanagement ist. Das heißt, hier ist wirklich auch nochmal deutlich herausgekommen, dass eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit über alle Abteilungen sich seit der Pandemie fast verdoppelt hat. Also ich sage mal, das ist doch mal durch die Pandemie sozusagen beschleunigt worden. Somit ist das ganzheitliche Element der unternehmerischen Resilienz von entscheidender Bedeutung. Das heißt, hier sind funktionsübergreifende Teams gefragt, die im Vergleich zu isolierten Teams die Probleme leichter bewältigen können. Die sind flexibler und reagieren schneller auf Bedrohungen. Was auch wichtig ist, dass die Bedrohungen antizipiert werden können, bevor sie auftreten. Das heißt, die globale Pandemie und andere globale Konflikte haben die Bedeutung dieses präventiven Ansatzes nochmals unterstrichen. Das ist ganz klar aus der Studie herausgekommen. Jetzt, obwohl ich zuvor erwähnt habe, dass der Großteil der Befragten die Bedeutung von Resilienz erkennt, hat die Studie aber auch gezeigt, dass die Realität ganz anders aussieht. Nur 15% der befragten Führungskräfte beziehen tatsächlich ihre Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterinnen in die Resilienzinitiativen mit ein. Das heißt, hier gibt es noch viel zu tun. Wie schon gesagt, die Realität sieht anders aus als das, was eigentlich gewünscht und gefordert ist. Das heißt, hier müssten Silos aufgebrochen werden, eine dauerhafte Verbindung zwischen verschiedenen Fachbereichen, wie zum Beispiel Delivery, IT, Supply Chain Management, Vertrieb etc. Das muss sichergestellt werden. Der unternehmensweite Ansatz stellt häufig auch eine Herausforderung für viele Unternehmen dar. Und das ist natürlich im Gegensatz zum funktionellen Ansatz der Vergangenheit. Das heißt, hier müssen die Unternehmen ganz klar umlernen und sich auf die Zukunft vorbereiten. Eine nachhaltige, effektive, funktionsübergreifende Zusammenarbeit beruht auf mehreren stützenden Grundpfeilern. Und dies möchte ich gerne in der nächsten Folie erläutern. Das ist auch ein Ergebnis, was bei der Studie herausgekommen ist, dass die Grundpfeiler der modernen Resilienz 4 Bereiche sind. Einmal Transformation des Arbeitsplatzes, dann das Thema Data Governance und Datensicherheit, das Thema Nachhaltigkeit, was natürlich einhellige Meinung ist, wird immer bedeutender, und die betriebliche Effizienz. Wir können jetzt nicht auf alle Bereiche eingehen und haben jetzt mal im Vortrag von Paul Weiß uns fokussiert auf die beiden linken Themen, das heißt Transformation des Arbeitsplatzes und Data Governance bzw. Datensicherheit. Und dann möchte ich auch gerne an den Paul Weiß übergeben, der dann entsprechend das näher erläutert.
Ja, besten Dank, Ralf. Und super. Ich meine, nachdem wir jetzt die Begrifflichkeiten der Resilienz eingeordnet haben und auch entsprechend die Wichtigkeit bei den Unternehmen verstehen, wollen wir uns jetzt mal auf die beiden Fokusthemen, die der Ralf eben gerade angesprochen hat, mal konzentrieren. Ich gebe ihm recht. Leider wird es in den 20 Minuten nicht reichen, auf alle einzugehen. Und es ist auch wichtig, dass jetzt die beiden, die wir heute mitgebracht haben, nicht weniger wichtig sind als die anderen. Aber ich denke auch, dass Sie hier definitiv wichtige Denkanstöße mitnehmen können. Und so ist auch natürlich unsere Hoffnung. Ja, das Thema Transformation des Arbeitsplatzes, das haben wir in den letzten Jahren auch besonders beinahe gebetsmühlenartig in den verschiedenen Zusammenhängen gehört. Und beinahe schon inflationär wurde das Thema auch behandelt. Aber dennoch stellen wir fest, und das auch noch heute, dass die Transformation des Arbeitsplatzes viele Unternehmen auch noch heute vor große Herausforderungen stellt. Einerseits müssen Unternehmen sich aufgrund des kaum zu bremsenden Fortschritts in der Technologie und der globalisierten Wettbewerbsbedingungen digitalisieren und auch automatisieren. Andererseits müssen sie dafür sorgen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ins Hintertreffen geraten. Um dem vorzubeugen, investieren immer mehr Firmen in Weiterbildungs- und Schulungsprogramme. Und das Ziel ist, Mitarbeitende fit für die geplante digitale Projekte zu machen und entsprechend auch die Transformation oder in die Transformation mit einzubinden. Aber wie kann das gelingen, so eine Einbindung? Nun, indem man Feedback einholt. Denn die Meinung und das Feedback der Mitarbeitenden sind enorm wichtig für die Planung und die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Unternehmen sollten regelmäßig Feedback von ihren Mitarbeitenden einholen und diese auch in die Entscheidungen mit einbeziehen. Gute Ideen dürfen auch belohnt werden, denn zum Beispiel können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit auch innovative Ideen mit an den Tisch bringen, aber auch eigenständig eigene Digitalisierungsprojekte durchführen. Und wir sind der Meinung, dass man sowas auch anerkennen sollte, weil das sorgt dafür, dass man entsprechend die Belegschaft und alle, die mit beteiligt sind, mit ins Boot holt. Die Erfahrung auch aus den letzten Jahren hat gezeigt, dass viele Jobs auch von zu Hause aus erledigt werden können. Ja, der Ralf hat das eben auch angesprochen. Ich möchte das Wort Pandemie jetzt, ich habe es ja angesprochen, ist ja leicht inflationär, aber dennoch ist es heute noch ein wichtiges Thema mit ansprechen. Denn viele Mitarbeiter bevorzugen mittlerweile das flexible Arbeiten auch von zu Hause. Das heißt, Unternehmen müssen sich auch darauf einstellen und ein entsprechendes Ökosystem dafür aufbauen, um Remote-Arbeit zu ermöglichen. Die digitale Transformation erfordert oft auch die Verarbeitung von großen Datenmengen. Leider sind physische Daten und Akten anfällig für Verlust, Diebstahl oder auch Beschädigung. In diesem Zusammenhang spielen auch die Themen Datenschutz und Compliance eine sehr, sehr wichtige Rolle, weshalb viele Unternehmen planen, ihre Altbestände an Papier, aber auch schon digitalisierte Unterlagen aufzuräumen und sortieren, und damit eben einen wichtigen Schritt in Richtung Sicherheit und höhere betriebliche Effizienz zu machen. Und wie bereits angedeutet, wollen wir uns auch der betrieblichen Effizienz als zweiten Grundpfeiler moderner Resilienz widmen. Dabei wollen wir Ihnen anhand von zwei ganz konkreten Maßnahmen, Entscheidungshilfen und Denkanstöße mitgeben. Da wir eben drüber gesprochen haben, ist eines der Maßnahmen die Digitalisierung physischer Akten. Und die zweite, die sogenannte Prozessorchestrierung, auf die ich gleich im Nachgang eingehen werde. Oft stehen Unternehmen vor der Frage, ab wann lohnt sich eine Digitalisierung von physischen Unterlagen? Die Entscheidung, ob die Digitalisierung einer Akte sinnvoll ist oder nicht, hängt von vielen Faktoren ab, auf die ich gerne eingehen möchte. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Vereinfachung der Verwaltung und der schnelle Zugriff auf Informationen. Durch die Digitalisierung der Akten können Dokumente schneller gefunden werden und weiter bearbeitet werden. Wir denken hier zum Beispiel an ein Beispiel. Ein wichtiger Vertrag wird benötigt, um eine wichtige Entscheidung zu treffen. Früher und leider auch noch heute enden solche alltäglichen Situationen nicht selten zu einer stundenlangen Suchaktion in den physischen Archiven. Gerade mit Blick auf Remote-Arbeitsmodelle kann der digitale Zugriff auf Informationen zu mehr Effizienz führen und bedeutet oft auch weniger Frust bei der Belegschaft. Denn dank der digitalen Archivierung sind Dokumente einfach und von überall aus zugänglich. Die Möglichkeit, Dokumente abteilungs- und standortübergreifend zu nutzen, kann daher auch ein sehr wichtiger Faktor sein, den Sie unserer Meinung nach definitiv bedenken sollten.
Ein weiterer Aspekt ist die Einsparung von Platz und dadurch auch die Reduktion von physischen Akten. Durch die Digitalisierung können physische Akten zentral gelagert und platzsparend aufbewahrt werden. Das heißt, wenn Sie Flächen anderweitig nutzen wollen oder vor einer größeren Investition in Ihre physischen Archive stehen, sollten Sie sich definitiv auch mal darüber Gedanken machen, ob ein Schritt in die Digitalisierung als sehr zukunftsweisenden Schritt anschauen und entsprechend sich Gedanken darüber machen, ob das ein sinnvoller Schritt für Sie wäre, nur um mal ein paar Praxisbeispiele zu nennen. Um letztendlich zu entscheiden, welche Arten von Akten für eine Digitalisierung in Frage kommen, sollte man erstmal prüfen, ob eine Akte aktiv oder passiv ist und wie lange der Lebenszyklus dieser Akte ist. Eine Personalakte beispielsweise, die häufig zugegriffen wird und damit relativ aktiv ist, und auch tendenziell einen langen Lebenszyklus hat, da Mitarbeitende über Jahre idealerweise in Unternehmen bleiben, sind die Bedingungen für die Digitalisierung einer Personalakte definitiv da. Und das wäre ein Beispiel neben vielen anderen. Und hier lohnt sich eine genauere Betrachtung und eine Einbindung in einen digitalen Prozess. Und wenn man sich nicht sicher ist, und das kommt öfter mal vor, und das ist offen gesagt nicht immer ganz leicht, kommen wir auf den Punkt zurück, den ich vorhin mal angesprochen habe, sprechen Sie doch einfach mit den Fachabteilungen. Meist wissen diese nämlich aus dem Tagesgeschäft, welche Akten oder Daten aktiv oder weniger aktiv sind und können Ihnen hier wirklich sehr, sehr wertvolle Hinweise in diese Richtung geben. Ein weiteres wichtiges Element ist diese sogenannte betriebliche Effizienz in der Prozessorchestrierung. Und was die Prozessorchestrierung ist, das möchte ich Ihnen gerne kurz erläutern. Für ganz einheitliche digitale Lösungen ist es immer ratsam, die im Unternehmen genutzten Services und Leistungen und Dienste sinnvoll zu kombinieren. Durch Vermeidung von Insellösungen und prozessübergreifenden Plattformen gelingt es im Unternehmen, den Informationsfluss im gesamten Unternehmen zu gewährleisten. Ein Beispiel dafür wäre, wenn beispielsweise ein Unternehmen unterschiedliche Kundeninformationen, wie zum Beispiel Aufträge oder Rechnungen, in verschiedenen Datenbanken und an verschiedenen Standorten ablegt, anstatt diese beispielsweise in ein zentrales Kundenmanagementsystem zu integrieren. Dadurch könnten neue Arbeitsmodelle und Prozesse entstehen und eben neue Türen öffnen, um in die Richtung Silos zu vermeiden, helfen können. Die Verknüpfung von lokalen Diensten mit externen Cloud-Lösungen oder auch eine Mischform, also eine hybride Umgebung, können bei der Reduzierung von Datensilos auch enorm helfen. Da lohnt es sich, das Thema Cloud als Baustein in Ihre digitale Strategie mit aufzunehmen, denn Cloud-Anbieter investieren kontinuierlich in Entwicklungen neuer Services und Funktionen, die es eben Unternehmen ermöglicht, schnell und sicher digitale Prozesse auch voranzubringen. Auch hören wir immer wieder, dass die IT dadurch profitieren kann, durch bessere Kontrolle und Sicherheit, da natürlich ein zentrales IT-Management diese vielen Silos und diese Dateninseln reduziert, die ineffizient und oftmals unflexibel voneinander existieren. Und dies vereinfacht nicht nur die Arbeit der IT, sondern aber auch die Schulung der Belegschaft. Und wir haben es vorhin angesprochen, Transformation des Arbeitsplatzes geht hier auch weiter. Denn durch die Reduktion des Schulungsaufwands, der eben auch nötig ist bei solchen Projekten, kann die IT das ein Stück weit auslagern, weil das deutlich besser durchdacht ist und automatisiert ist und sich eben auch anderen Aufgaben widmen, wie zum Beispiel die Verbesserung der Sicherheit und sich um das Thema Compliance beispielsweise zu konzentrieren oder zu kümmern. Ich hoffe sehr, dass ich Ihnen einige Impulse und nützliche Denkanstöße mitgeben konnte, die Ihnen auf Ihrer eigenen digitalen Reise und natürlich auch bei der Steigerung Ihrer unternehmerischen Resilienz helfen können. Und ich freue mich auch auf den nächsten Termin, den Ralf Ihnen noch gerne kurz anteasern wird. Es gibt nämlich eine zweite Veranstaltung im Laufe des Tages. Aber Ralf, bevor ich darauf eingehe, bedanke ich mich nochmal recht herzlich und gebe das Wort zurück an dich. Ja, danke, Paul. Ja, kommen wir doch mal
zum Schluss zu weiteren Erkenntnissen und zu einem quasi Fazit. Ich sag mal, eine weitere interessante Erkenntnis aus der Studie ist, dass Unternehmen, die sich bewusst auf Resilienzbemühungen konzentriert haben, in vielen wichtigen Kategorien, zum Beispiel Kundenzufriedenheit, deutlich besser abschneiden als ihre Mitbewerber. Und dass Unternehmen, die Pandemie und andere globale Herausforderungen nicht als einmalige Angelegenheit behandeln sollten, sondern permanent daran arbeiten sollten, ihre Resilienz zu stärken. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Risiken und Anforderungen an die Resilienz bleiben. Das heißt, hier ist wirklich gefragt, die Übernahme von Best Practices für den Aufbau von Business Resilienz, die leider zurzeit noch sehr selten und sehr fragmentiert sind. Viele Unternehmen kehren sehr schnell zu dem Bereich zurück, in dem sie sich am sichersten fühlen, mit zum Beispiel zentralisierter Entscheidungsfindung und funktionsspezifischer Planung. Aber unsere Empfehlung ist richtig, ist sicherlich, bleiben Sie am Ball sozusagen, bleiben Sie dran, versuchen Sie, Ihre Resilienz zu stärken. Die Welt wird immer unberechenbarer. Daher müssen Führungskräfte sicherstellen, dass ihr Unternehmen für die Zukunft gerüstet ist. Leider sehen wir immer noch das Problem im Fehlen standardisierter Metriken. Der Großteil der Befragten meint übrigens auch, dass das Fehlen zur Messung der Resilienz es sehr schwierig macht, Fortschritte zu zeigen und dadurch die Zustimmung der Führungskräfte zu erhalten. Also hier haben wir noch ein Problem, was wir lösen müssen. Ein weiteres Fazit, was vorher schon erwähnt wurde: Resilienz erfordert Verständnis, wie die einzelnen Teile eines Unternehmens zusammenwirken und wie die Resilienz der einzelnen Abteilungen bzw. Interessengruppen miteinander verflochten sind. Wenn Sie tiefer in die Studie einsteigen möchten, sind wir auch gerne bereit, die Erkenntnisse noch weiter mit Ihnen zu teilen. Ansonsten wäre das jetzt von unserer Seite, oder wir sind jetzt von unserer Seite am Ende angekommen. Der Paul hatte nochmal die Diskussionsrunde, den Workshop heute Nachmittag erwähnt, wo er und ein weiterer Kollege von uns beteiligt sind. Vielleicht nochmal 2, 3 Sätze in Eigenwerbung zu Iron Mountain. Wir sind tatsächlich der Spezialist für sichere Archivierung, für die Digitalisierungsprozesse und für das Informationsmanagement. Uns gibt es schon 70 Jahre am Markt und wir haben uns mit den Anforderungen der Kunden weiterentwickelt. Ja, und wir bedanken uns für das Zuhören und sind somit am Ende der Veranstaltung. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für eure Einblicke. Total spannend. Ich hatte zwischendurch auch noch mal geguckt, 51, ne, gegründet, also insofern wirklich schon über 70 Jahre. Ich könnte mir vorstellen, ihr habt wahrscheinlich in den 7 Dekaden auch einen gut gelungenen eigenen Transformationsprozess durchlaufen. Ja, dazu würde ich gleich auch gerne noch sogar 2 Fragen stellen. Wir haben aber auch noch 2 Fragen aus dem Publikum. Wenn ihr also noch 2 Minuten Zeit habt, ja, dann würden wir die gerne direkt noch mit einbinden. Und zwar einmal könnt ihr noch mal auf die Verknüpfung von lokalen Diensten in die externe Cloud ein bisschen mehr ausführen, wie es genau funktioniert, wo genau der Vorteil liegt? Gerne. Ralf, die Frage kann ich gerne nehmen. Ja. Also von der Begrifflichkeit, lokale Dienste wird oft auch mit dem Begriff On-Premise gleichgesetzt. Also wir reden hier von wirklich einem kleinen Server oder das können die PCs in einem Unternehmen sein, auf dem eben auch Daten abgelegt werden. Nun ist es so, dass es hier einige Limitierungen gibt, wenn man diesen Schritt geht. Ich will das jetzt gar nicht so sagen, aber oft steht so ein Server im Keller.
Und wenn dann beispielsweise ein Außendienst oder die Ingenieure raus zum Kunden fahren, dann gibt es schon mal erstmal eine Herausforderung. Sie haben zwar den Laptop oder das iPad dabei, aber wie greift man jetzt auf die Daten, die jetzt im Keller dieses Unternehmens liegen, zu? Und da kommt eben auch der Gedanke der Public Cloud oder eben auch der öffentlichen Cloud zum Tragen, denn diese Dienstleister sind genau da auf diesen Fall ausgelegt. Da reden wir über die Zugänge, die dadurch eben auch bereitgestellt werden. Also entsprechend der Vertriebsmitarbeiter oder die Ingenieure können dann, egal wo sie sind, sie brauchen eigentlich schlichtweg nur Internet, dann auf Daten zugreifen, die zentral an einem Ort abgelegt sind. Und hier hoffe ich, dass auch die Frage dann ein Stück weit beantwortet werden konnte, denn dadurch hat man eine deutlich stärkere Flexibilität. Geschwindigkeit ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Und das sind diese beiden Welten. Es fiel noch ein Begriff, und zwar die hybride Cloud. Und die hybride Cloud ist sozusagen eine Mischform aus beidem, also sowohl aus einer On-Premise oder einer lokalen Lösung und einer Cloud-Lösung, die auch definitiv eine gute Lösung darstellen kann, weil es ist so, dass man vielleicht Geschäftsdaten oder Daten jeglicher Form lokal abgelegt haben möchte. Vielleicht gibt es auch Gesetze, die das einem auch vorschreiben, das ist nun mal so, aber es gibt auch einen Teil von Daten, den man auch an eine Cloud abgeben kann und entsprechend auch die Vorteile und Vorzüge einer öffentlichen oder auch Public Cloud genießen darf. Und damit hoffe ich, die Frage an die Person, die jetzt das gestellt hat, beantworten konnte. Wenn nicht, meine E-Mail haben Sie hier, schreiben Sie mich gerne an, ich gehe näher auf Details ein. Super, vielen, vielen Dank. Die schaffen wir noch. Kurze Antwort vielleicht. Aber weil ich die nächste Frage auch ganz wichtig finde, und da hattest du ja gerade schon auf Flexibilität und Schnelligkeit auch nochmal rekurriert, weil schon die Frage kommt, heißt resilientes Unternehmen auch gleichzeitig agiles Unternehmen? Gibt es doch Unterschiede? Gehört beides zusammen? Wie siehst du es oder wie seht ihr es? Wir sehen das absolut so, dass das Unternehmen flexibel und agil sein muss. Und wie ich das ja auch in meinem Vortrag erwähnt habe, flexibel heißt ja auch, dass man hier über die verschiedenen Abteilungen hinweg sehr flexibel auch zusammenarbeiten muss. Ja? Spannend. Paul nickt. Also insofern, genau. Danke euch beiden nochmal. Ich fand auch in deinem Fazit ganz wichtig, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, Resilienz ist eine Reise und kein Ziel. Das knüpft ganz hervorragend eigentlich an unsere Opening Keynote an, ne? Marathon. Ich glaube, bei Iron Mountain rennt man dann nicht nur den Marathon, sondern auch den Ironman. Sehr erfolgreich. Danke für die Einblicke. Und genau, wenn noch weitere Fragen sind, ich denke mal, ihr seid auch noch weiterhin erreichbar. Also liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zögern Sie nicht, die beiden auch noch mal anzusprechen. Ralf Reich und Paul Weiß von Iron Mountain. Wir danken euch. Vielen Dank. Danke. Besten Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.